In unserer neuen Serie stellen wir private Fragen an prominente Reiter. Letztes Mal haben Sie bereits Voltigierstar Kai Forbeck kennengelernt. Dieses Mal ist eine weltbekannte Springreiterin an der Reihe. Seien Sie gespannt, was Jessica Curtin Ihnen erzählt. Meine Eltern haben beiden geritten und ich habe mit 2,5 auf einem Esel gesessen und das war's. Was kann ich sagen? Die erste Mal, dass ich Yacht geritten habe in Irland. Ich hatte zwischen Adrenalin und Angst und es war spitze. 5. 5? Ja. Diamond Exchange, der steht noch bei mir auf die Wiese, weil der hat meine Karriere gemacht. Nein, nie wirklich. Ich habe mich schon mal, bin ich frustriert gewesen, wenn es nicht läuft, aber ich habe immer gedacht, weiterkämpfen. Und da bin ich froh dran. Ich werde nicht FNs Präsident, weil das Job würde ich hassen. Morgens aufstehen, reiten, mittags essen, reiten, abends essen, Bett gehen. Pasta mit Trüffel. Leute, die Spaß haben, um Freude in das Leben und Witze zählen und gute Pferde. Leute, die nicht dankbar sind auf ihre Pferde, was die leisten, und Leute, die keinen Spaß im Leben haben. Oh, da weiß ich viel, da dauert aber viel zu lange, die alle zu erzählen. Ich bin über ehrgeizig, faul. Meine Eltern. Weil die einfach spitze waren. Die haben mit sehr wenig mich alles gegeben, was ich brauche für Leben. Das würde ich lieber für mich halten. Jogging und Schwimmen habe ich unwahrscheinlich gern. Reiten? Der von meinem Mann. Die Flasche ist immer halb voll.